Hallo, ich möchte euch in einem kurzen Lernvideo mal zeigen, wie ihr den Corporate Learning Podcast auf euer Smartphone abonnieren könnt. Hintergrund ist der, dass in der Bosch-Woche im Corporate Learning 2025 Mokathon davor kein Teaser-Video ausgespielt wird, sondern ein Teaser-Podcast, also Audio. Und ein Podcast kann man sich natürlich im Browser einfach anhören, aber viel eleganter geht es natürlich per Smartphone. Ich zeige euch trotzdem zunächst mal, wie es im Browser funktioniert. Ich habe hier mal die Seite Corporate Learning Community aufgemacht, colearn.de, die kennt ihr. Und wenn ihr da oben in die Hauptnavigation schaut, seht ihr den Eintrag Podcast. Und wenn ihr da draufklickt, seht ihr im Prinzip eine Seite, die so ähnlich aufgebaut ist wie eine Weblog-Seite. Also das heißt chronologisch rückwärts. Es kommt die neueste Folge oben, dann die nächste und so weiter. Also hier zum Beispiel Folge 20 vom offenen WOL-Circle, Woche 5. Corporate Learning Podcast Folge 19 ist die Startsession der Woche 5. Das war Fiesmann in dem Fall. Wenn ihr jetzt hier einfach so eine Episode mal klickt, dann landet ihr auf einer Seite, die so ähnlich aussieht wie in YouTube. Also das heißt, da lädt hier so ein Player, das ist graue, gibt es auch diese typischen Play-Button, man sieht im Hintergrund lädt Audio und da könnt ihr euch im Prinzip den Podcast anhören. Aber wie man schon sieht, der hat jetzt hier 55 Minuten. Und die meisten Leute haben keine Zeit, 55 Minuten an ihrem Rechner zu sitzen und sich da Audio anzuhören. Also geht es eleganter über Smartphone. Und das will ich euch jetzt mal zeigen mit einem iPhone einfach. Ihr seht hier quasi die Apps auf dem iPhone. Geht mit einem Android-Phone genauso. Ihr braucht einfach nur eine Podcast-App oder einen Podcatcher. Ich verwende jetzt hier mal die eingebaute Podcast-App. Das ist diese lilane da oben, dieser lilane Mensch oder Sendeturm. Wenn ihr ein Android-Telefon habt, könnt ihr AntennaPod verwenden oder Pocket Casts. Gibt es aber auch viele andere, auch auf iOS. Was man hier jetzt in dem Startscreen sieht, sind die ungespielten Episoden. Das heißt, von allen Podcasts, die ich abonniert habe, sehe ich jetzt hier erstmal die Folgen, die ich mir noch nicht angehört habe. Das ist quasi so mein persönlicher Radiosender, könnte man sagen. Dann hier auf dem zweiten Reiter. Podcasts sehe ich quasi alle Podcasts, die ich abonniert habe. Kann die dann entsprechend auch deabonnieren, wenn ich das möchte. Und alle Podcatcher-Apps haben eigentlich auch so eine Suchfunktion. Hier ganz rechts unten die Lupe. Und was ihr da quasi machen könnt, ist jetzt mal einzugeben Corporate Learning. Man sieht, der sucht schon im Hintergrund und schon nach den ersten vier Buchstaben wird mir der Corporate Learning Podcast vorgeschlagen. Jetzt gehe ich da mal drauf. Man sieht in der Ergebnisliste, ich kann hier einzelne Folgen abonnieren. Das kann sein, dass das in eurem Podcatcher jetzt ein bisschen anders aussieht, wenn ihr nicht die Podcast-App von Apple verwendet. Ich kann jetzt einzelne Folgen abonnieren. Ich kann hier unten aber auch unter Podcasts mir sozusagen den gesamten Podcast anschauen. Dort sieht man im Prinzip die gleichen Episoden, die wir gerade im Web auch schon gesehen haben. Das geht über einen RSS-Feed. Dementsprechend ist das immer synchron. Und könnt ihr mir auch hier jetzt wieder einzelne Folgen runterladen. Das ist die Wolke rechts am Rand. Ich kann aber auch einfach hier oben auf Abonnieren klicken und dann wird quasi der ganze Podcast für mich abonniert und automatisch neue Episoden heruntergeladen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gehe auf Podcast, sieht man, hier ist der Corporate Learning Podcast dazugefügt. Man sieht an der 1 hinten dran, es gibt auch eine ungespielte Folge. Wenn ich jetzt hier mal durchschaue, die werden chronologisch sortiert, habe ich hier genau die Folge vom offenen WOL-Circle. Und wenn ich hier mal draufklicke, spielt die sozusagen ab und ich kann sie mir anhören. Und ab sofort wird jede neue Folge, die erscheint im Corporate Learning Podcast, automatisch auch auf euer Smartphone abonniert. Das würde mich freuen, wenn in der Woche vor Bosch ihr das mal ausprobiert und euch dann entsprechend den Podcast zur Bosch-Woche anhört und gerne auch eure Erfahrungen, wie ihr das findet, wo ihr Schwierigkeiten hattet, was ihr gut findet, was ihr vielleicht noch besser gemacht habt, einfach unten in die Kommentare postet. Vielen Dank.